Ja, hallo, mein Name ist Michael Wild von Paul Lange & Co. Hier am Shimano-Stand sind wir jetzt in der Rennrad-Ecke angelangt und eines der großen Themen bei der Eurobike 2015 im Rennradsegment ist ja ganz sicher die hydraulische Scheibenbremse fürs Rennrad. Jeder weiß, die UCI befindet sich gerade in der Testphase, um auch hier die Rennzulassung zu prüfen. Shimano hat vor 2 Jahren bereits das erste Modell vorgestellt für die DI2, im letzten Jahr nachgezogen mit dem Modell auf Ultegra-Niveau für mechanische Schaltsysteme und jetzt auch auf 105-Niveau, das heißt auch in einem sehr preisgünstigen Segment mittlerweile hydraulische Scheibenbremsen. Auch hier das Design relativ kompakt gehalten dafür, dass eine komplette Schaltmechanik und eine Bremshydraulik im selben Gehäuse untergebracht sind. Ebenfalls neu bei den Bremssätteln ist der sogenannte Flat Mount Standard, den es in 2 Ausführungen gibt. Einmal in der hochwertigeren Version als 805 bzw. in der 505 Version im preisgünstigeren Segment. Entsprechend dazu die Icetech Technologie, die wir bereits kennen, mit den Kühlrippen an der Bremsscheibe, die Icetech Freesa Technik. Ein weiteres Highlight, eine weitere Neuheit im Rennradbereich ist im Schuhsegment. Wir haben hier den RP9, das neue Topmodell der Road Performance Linie. Und hier hat Shimano im Design vor allem Wert drauf gelegt, ein sehr dezentes Design, ein modisch dezentes Design zu realisieren mit einer geprägten Oberfläche, die vor allem die wachsende Gran Fondo-Szene, die wachsende Jedermann-Rennszene im Blick hat, die stylisch, modisch auch urbane Ansprüche berücksichtigt. Auch hier gibt es weitere Modelle, ein RP7, ein RP5, ein RP3 und einen RP2, also hier eine komplette Kollektion auch in diesem Schuhsegment.